Ja, wo kommt eigentlich dieses ganze Übergewicht her? Hier ist nichts drinne. Da ist auch nicht viel drinne. Ist ja seltsam. Tja, schauen wir mal, wo das herkommt. Kühlschrank ist auch leer. Seltsam. Ja, wie ist das mit dem Gewicht bei dem Wohnmobil? Wohnmobil zu schwer, das kann natürlich richtig teuer werden. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr gleich. 3,5 Tonnen mehr dürfen die meisten Wohnmobile in Deutschland nicht wiegen. Und wer ein aufgelastetes Wohnmobil hat, braucht sich darüber natürlich erstmal keine Gedanken machen. Aber da gibt es dann natürlich andere Nachteile. Zum Beispiel braucht man einen anderen bzw. den richtigen Führerschein dazu und darf nicht mehr alle Straßen benutzen, die für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt sind. Aber bleiben wir mal bei den 3,5 Tonnen. Auch unser Womo darf nicht mehr wiegen und ich hatte auch schon die Überlegung, es zumindest auf 3,8 Tonnen oder knapp 4 Tonnen oder so auflasten zu lassen. Durch den Einsatz von Austausch, Schraubenfedern und so weiter an der Vorderachse und oder Zusatzschrauben oder Luftfedern an der Hinterachse kann das zulässige Gesamtgewicht unseres Womos mit 4 Toccato-Maschine auf so 3,85 bzw. auch 4 Tonnen relativ problemlos erhöht werden. Insbesondere bei unseren Fahrten in Frankreich und Spanien musste ich aber feststellen, dass viele Überlandstraßen, also zum Beispiel Dorfstraßen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, da total tabu sind. Und gerade da sind ja meist die Sehenswürdigkeiten und die Naturerlebnisse. Also bin ich davon erstmal wieder abgerückt. Da wir meist auch nur zu zweit fahren, kommen wir also relativ gut klar mit unserem Gewicht. Also das vom Womo und nicht mein persönliches Gewicht. Das ist ein bisschen drüber, glaube ich. Aber gut, anderes Thema. Naja, und deshalb zählt natürlich trotzdem weiterhin jedes Kilo, was wir so ins Womo packen. Und wichtig auch, Womos mit zulässigem Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen zahlen meist auch mehr bei der Versicherung und bei den Mautgebühren oder zum Beispiel bei Kosten bei Fähren und so weiter. Das haben wir zum Beispiel auf der Fahrt nach Schweden gehabt. Über 3,5 Tonnen wird es richtig teuer, auch bei den Brücken. Das sind also auch viele Gründe, warum wir bei den 3,5 Tonnen geblieben sind und nicht aufgerüstet haben. Wenn man das Wohnmobil überlädt, also über 3,5 Tonnen kommt und damit erwischt wird, kostet das nicht nur Geld, sondern möglicherweise sogar Punkte in Flensburg. Im schlimmsten Fall muss man das Fahrzeug sogar stehen lassen und es irgendwie abspecken oder irgendwas loswerden. Sonst wird die Weiterfahrt verboten. Und wer mit einem überladenen Fahrzeug einen Unfall verursacht, riskiert zudem Probleme mit seiner Versicherung. Überladene Fahrzeuge sind zudem, muss ich sagen, lebensgefährlich für uns alle auf der Straße oder wo ja, wir unterwegs. Viele unterschätzen das wirklich und wissen nicht, wie sich das auf das Verhalten und die Bremsleistung auswirkt im Fahrzeug beim Fahren. Und so verändern drei schwere Elektrofahrräder zum Beispiel entscheidend die Eigenschaften der Hinterachse, was erhebliche Schleudergefahr bedeutet. Und gerade in der Hauptreisezeit kontrollieren Polizei und Behörden gerne in Großaktionen an den Autobahnen oder größeren Bundesstraßen, ob die Gewichtsgrenzen der Womos eingehalten werden. In Deutschland ist man aus meiner Sicht noch relativ tolerant und die Strafen sehen zum Beispiel so aus. Ab 5% Überladung gibt es oder kostet das nur 10 Euro. Ab 15% Überladung 35 Euro, geht auch noch. Ab 20% Überladung 95 Euro und ein Punkt in Flensburg. Und ab 25% Überladung 140 Euro plus ein Punkt in Flensburg. Ab 30% Überladung sogar 235 Euro plus ein Punkt in Flensburg. Ja, und wirst du mit deinem überladenen Fahrzeug im europäischen Ausland, also in anderen Ländern, erwischt, erwarte nicht auch empfindlich hohe Strafen und im Extremfall wird sogar die Weiterfahrt dort komplett untersagt. Das geht da sehr schnell. Viele Länder sind da überhaupt nicht so tolerant wie Deutschland und vor allem in Österreich sind die Regeln zum Beispiel streng. Stellt die Polizei mehr als 2% Übergewicht fest, bekommt der Wohnmobilist die rote Karte, die Reise ist vorbei und eine saftige Strafe kommt obendrauf. Auch in beliebten Reiseländern außerhalb der EU drohen da empfindliche und sehr hohe Strafen. Die Schweiz etwa wiegt ohne Einberechnung einer Toleranz und verlangt bei übergewichtigen Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen bis 100 Kilo Überladung ca. 85 Euro. Ab 100 Kilo Überladung, maximal 5%, sind es ca. 170 Euro. Über 5% Überladung gibt es eine Anzeige und individuelle Strafzumessung in dem Bereich. Das kann sehr teuer werden. Und das Übergewicht muss in jedem Fall vor der Weiterfahrt abgeladen werden.
viel Spaß dabei. Auch in Großbritannien kennt man beim Thema Camper überladen ebenfalls keine Toleranz und verlangt zwischen 70 Euro und 6.000 Euro vom Fahrzeugführer ohne festgelegte Staffelung. Beim ADAC gibt es dazu eine schöne Auflistung zu den Strafen in Deutschland und in Europa. Das habe ich euch verlinkt. In der Beschreibung steht das drin. Da könnt ihr nochmal nachschauen bzw. die Seite euch anschauen. Da ist alles noch einmal zu erlesen. Es kann aber auch noch schlimmer kommen. Im Falle eines Unfalls ermittelt auch die Versicherung, ob das von der Police, also umfassende Gewicht und so weiter, überschritten wurde. Ist dies der Fall, verweigert die Versicherung den Schutz. Letztendlich gilt also auch schon vor dem Kauf Augen auf. In Tests wurde festgestellt, dass nicht wenige Womos bereits ab Werk ihr zulässiges Gesamtgewicht gefährlich nahe kommen. Leermassen von 3200 Kilo, also 3,2 Tonnen, sind nicht selten bei den neuen Womos. Und dann ist noch keine Ausrüstung, kein Proviant und kein Beifahrer mit an Bord. Also wie soll das gehen? Ein Tipp von mir vor dem ersten Urlaub, reisefertig beladen, auf eine Waage fahren, die gibt es überall, bei uns in der Stadtwirtschaft und so weiter, kostet das sogar nichts, da nochmal das Fahrzeug überprüfen. Dabei gilt es dann, nicht nur die zulässige Gesamtmasse im Auge zu behalten, sondern zudem die einzelnen Achslasten, denn ein Fahrzeug gilt auch dann als überladen, wenn nur eine der beiden Achsen vorne oder hinten überschritten ist. Meist passiert es anders. Sieht es aus, wenn das Gewicht des 3,5 Tonners in vollbeladenen Zustand nur minimal, also beispielsweise um die 20 bis 30 Kilogramm so überschritten wird. In diesem Fall lassen sich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle doch noch ein paar Kilos irgendwo einsparen, da findet man was. Und zum Beispiel ein Blick in die Markise, Geschirr oder Campingstühle oder Bordbatterie zeigt dann meistens, wer hier nicht nur auf Preis und Qualität, sondern auch mal auf das Gewicht achtet beim Kauf, spart schnell einige, möglicherweise relativ viel entscheidende Kilogramms ein. Also nicht nur bei uns persönlich gilt, immer schön aufs Gewicht achten, sondern auch beim Wohnmobil und dessen Zuladung. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer gute Reise und schöne Touren mit eurem Wohnmobil oder Camper, euer Klostermann.